Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, der Mai ist rum und es gibt wieder ein paar Zahlen zu berichten. Zahlen zur PV-Anlage, zum Ertrag und so weiter. Bevor ich heute aber anfange, gibt es einen kleinen Abstecher ins Land der Kommentare. Ich habe diesmal wieder was für euch, das habe ich besonders lustig gefunden und das schauen wir jetzt mal ganz kurz an. Und zwar geht es um den Greg K., wie auch immer, 1910, ja, der hat geschrieben, ist doch eine Milchbrötchenrechnung, 10 Cent zu berechnen, wenn man 30.000 in eine PV-Anlage eingesteckt hat. Erstens. Und zweitens bist du nie mehr als 300 Kilometer gefahren und musstest auf einer Autobahntanke aufladen. Das passt doch alles vorne und hinten nicht, was du da errechnest. Wenn ich nur die Ladestation mit 300 Euro rechne, dann bin ich mit meinem Diesel ca. 3600 Kilometer unterwegs, ohne auf der Autobahn Zwangsrast machen zu müssen. Ja, also erstmal vorweg, das Wort Zwangsrast finde ich sehr amüsant, ja, genauso wie die Autobahntanke. Ja, also mit der Autobahntanke wird es ein bisschen schwierig, ein Elektroauto aufzuladen, aber okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe bei mir immer gerechnet mit 10 Cent pro Kilowattstunde, weil ich eben 10 Cent Einspeisevergütung habe, beziehungsweise ja, ich bekomme halt 10 Cent für die Kilowattstunde, die ich verkaufe. Und wenn ich jetzt 10 Cent in mein Auto einlade, ja, dann kostet mich das im Endeffekt 10 Cent. Ich habe das aber nie so genau ausgerechnet. Das machen wir jetzt mal ganz kurz miteinander und ja, das schaut jetzt ganz so aus. Ja, ich habe es jetzt mal so gerechnet, wie man das, glaube ich, rein wirtschaftlich ganz okay rechnen kann. Und wenn es wieder nicht stimmt, dann bitte gerne in die Kommentare korrigieren. Ich habe 17,93 Kilowatt Peak insgesamt drauf auf dem Dach, auf dem Nebengebäude und so weiter und einen 43 Kilowattstunden Batteriespeicher. Das Ganze hat insgesamt gekostet 27.500 Euro. Ja, dazu habe ich ein anderes Video schon gemacht, wie das Ganze aufgeteilt ist. Und das sind die Kosten, die ich ausgegeben habe, oder das ist der Betrag, den ich ausgegeben habe für die PV-Anlage mit dem Batteriespeicher. Auf 20 Jahre. Ja. Dann habe ich noch die Versicherung, 20 Jahre mal 50 Euro im Jahr, ungefähr 1000 Euro. Dann der Austausch und die Reparatur vom Wechselrichter, das habe ich jetzt einfach mal mit 2000 Euro angenommen, falls irgendwas kaputt geht in den 20 Jahren. Ich denke, das ist ganz realistisch. Und natürlich noch den Batteriezellentausch. Da habe ich jetzt mal 2000 Euro veranschlagt, weil die LFP-Zellen im freien Fall sind. Und da müsste schon alles kaputt gehen und das ist jetzt auch eher unwahrscheinlich. Dann kostet mich das Ganze in 20 Jahren 32.500 Euro, also die komplette PV-Anlage mit Batteriespeicher. Jo, dann bekomme ich sicher in 20 Jahren diese Einspeisevergütung. Ja, ich habe ja 9.300 Kilowattstunden, die ich pro Jahr ungefähr einspeise. Also 20 Jahre mal die 9.300 Kilowattstunden mal die 10 Cent Vergütung, die ich bekomme, sind 18.600 Euro. Also wie gesagt, ich rechne das jetzt sehr, sehr ja, defensiv, ja, mit Absicht. Es sind mich nicht 9.300, es sind wahrscheinlich 9.500 Kilowattstunden, vielleicht auch etwas mehr. Aber okay, rechnen wir es mal etwas defensiv. Das heißt, die ganze Anlage kostet mich in 20 Jahren so gesehen 13.900 Euro. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. So, dann, was kann ich davon nutzen? Ja, insgesamt habe ich 20 Jahre lang 6.900 Kilowattstunden, die ich aus der PV-Anlage nutzen kann, ja, für den Eigenbedarf oder für den Eigenstrom. Das sind dann in 20 Jahren 138.000 Kilowattstunden. Und teilt man jetzt die 138 oder diese 13.900 Euro durch die 138.000 Kilowattstunden, kommt man ziemlich genau auf die 10 Cent. Also man kann es rechnen, wie man will, es sind ungefähr 10 Cent in meinem Fall. Was schon mal eigentlich ganz cool ist. Nur jetzt mal so als kleinen Exkurs zu den ganzen Kommentaren. Und ich finde es immer ganz lustig, dass immer so ja, fleißig kommentiert wird. Ich sage jetzt mal, 99% der Kommentare sind da irgendwo sinnvoll, ja, aber es ist immer 1% dabei, was irgendwie zur Belustigung aller beiträgt. So, dann geht's weiter mit dem eigentlichen Thema heute. Und zwar erstmal mit dem Wetter in Kasing. Wie war es bei uns? Mai war eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Also kann man jetzt nicht meckern. Ja, am Anfang von Mai war es recht kühl noch. Ja, das heißt, wir mussten noch etwas zuheizen. Aber so im kompletten Mai war das Wetter eigentlich okay. Auch vom Sonnenschein war das echt in Ordnung. Ja, leider habe ich jetzt bei diesem DBD-Wetterkonto ist es kein Sonnenschein mit dabei. Leider. Aber es war recht gut vom Mai. Dann gehen wir gleich weiter in den Ertrag bzw. in den Verbrauch. Ja, wir haben insgesamt 1447, also ein paar Kilowattstunden sind es mehr, ja, 1458 sind es insgesamt vom Zähler abgelesen, ja, das stimmt nicht ganz überein. Haben wir eingespeist und ja, wir haben hier
Wenn man es da schaut, Autarkie im Mai 99,5% und Strombezug, ja, da habe ich jetzt 3 Kilowattstunden gebraucht, nicht jetzt wie hier in der Folie eine Kilowattstunde. Das liegt daran, dass wir hier am 18. Mai und am 24. Mai und am 30. Mai, da habe ich ein bisschen rumgespielt mit meiner Victron-Anlage und da hat man die Daten ein bisschen durcheinander gehauen. Da ging mal der SOC kurz auf 0% und wieder hoch. Deswegen habe ich da ein paar Differenzen drin. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Das sind nur 2 Kilowattstunden, was wir quasi mehr aus dem Netz gekauft haben. Also 3 haben wir eingekauft. 617 haben wir direkt verbraucht oder verbraucht aus der Anlage. Ja, was im Prinzip der Direktverbrauch ist, hauptsächlich 75%, aber dazu kommen wir gleich. Und Solarertrag insgesamt von 2143 Kilowattstunden. Ja. Die Differenz beim Ganzen natürlich wieder der Verlust. Das ist einfach so mit so einem großen Batteriesystem. Da hat man eben auch eine gewisse Standby-Leistung. Das ist aber völlig normal. Ja, dann Ertrag, Verbrauch wieder. Autarkie, wie gesagt, 99,5%. 1 Euro Strombezug. Das sind eben die Regelverluste, die man irgendwo hat. Und Einnahmen für den Verkauf oder was wir in 1458 Kilowattstunden, die wir verkauft haben, zu 10 Cent sind 145,80 €. Die wir quasi im Mai eingenommen haben. Ja. Dann geht es gleich weiter zur Akkunutzung. Ja, das leidige Thema im Sommer mit den großen Akkus. Ja, rein wirtschaftlich wäre es natürlich sinnvoll, wenn man irgendwo im Bereich 5 bis 10 Kilowattstunde hätte. Das wird jetzt oder hätte im Mai jetzt tatsächlich ausgereicht. Gerade so bei manchen Tagen, aber es hätte wahrscheinlich auch gereicht. In meinem Fall ist mir das aber, sage ich ganz ehrlich, der wirtschaftliche Gedanke eher zweitrangig. Jo, dann schaut es so aus mit der Akkunutzung. Letzten 30 Tage sieht man jetzt hier. Ja, da haben wir 25%, also 151 Kilowattstunden aus dem Akku gezogen und 75% davon direkt von der PV-Anlage geladen. Ja, ich habe aber in der Zeit eine gute Woche oder eineinhalb Wochen Urlaub gehabt und dementsprechend konnte ich da mein Auto natürlich sehr zielführend, wenn die Sonne scheint, eben auch laden. Ja. Jo, so war das jetzt im Mai von den Daten. Dann geht es weiter zur Wolf CH07, also zur Heizung. Wir mussten tatsächlich noch etwas heizen, ja, jetzt im Mai, ungewöhnlich, aber okay. Schaut so aus, wir haben Anfang Mai vom 4. weg wieder die Heizung eingeschaltet. Ja, gesagt haben, ist eh egal, wenn wir das Strom haben wir ja. Hätte man streng genommen wahrscheinlich darauf verzichten können, aber gut, hat es halt, ja, ist ja wurscht dann. Und da ist das Ding noch 8 Tage lang gelaufen, also jeden Tag einmal gestartet. Dann lief das den ganzen Tag durch mit Minimalleistung. Und ja, am nächsten Tag habe ich sogar ein bisschen PV-Anhebung noch mit reingemacht. Jo, also 8 ganze Starts, das sieht man auch hier. 8 Starts jetzt im Mai. Elektrisch verbraucht 41 Kilowattstunden, thermisch 214 Kilowattstunden gebracht. Keine Abtauungen natürlich. Macht eine Arbeitszahl im Mai jetzt von 5,23. Ja, das ist deswegen einfach so schlecht, weil wir natürlich sehr viel Standby haben und Standby-Stromverbrauch, das haut natürlich ordentlich rein, wobei das jetzt im Mai natürlich nicht ganz so dramatisch ist. Dann geht es weiter mit der Brauchwasserwärmepumpe. Also dieses Eigenbauteil, das bei mir ja seit längerem den Dienst macht fürs Brauchwasser. Schaut so aus, wir haben einen elektrischen Verbrauch gehabt von 52,5 Kilowattstunden. Im kompletten Monat wohlgemerkt, ja, für 7 Personen. Einen thermischen Ertrag von 177 Kilowattstunden und 31 Starts, also täglich einmal Brauchwasser erwärmen und gut ist es. Ja. Macht eine Arbeitszahl im Mai von 3,37. Ja, das passt soweit. Dann geht es weiter mit der Mitsubishi Split Klima. Ja, das ist jetzt ein bisschen unspektakulär. 3,74 Kilowattstunden hat die verbraucht. Das ist das meiste wahrscheinlich Standby, weil es einfach so umeinander steht. Ja, Starts, wenn sie läuft, mal jetzt in der Übergangszeit, dann taktet das Ding einfach wie blöde. Liegt vielleicht auch an der Klima selber, das kann schon sein, wobei die mit so 200 Watt elektrisch eigentlich doch recht weit runterkommt. Aber es ist eben, wie es ist, hilft eben nichts. Dann kommen wir zum Elektroauto, zum Leaf ZE1. Da sind wir gefahren im Mai 1002 Kilometer, 177 Kilowattstunden haben wir nachgeladen, ja, wie gesagt, im Sommer, da passe ich immer nicht ganz so auf. Muss ich mal ganz ehrlich sein, da fahre ich auch mal etwas schneller oder etwas mehr Autobahn. Da ist mir das ehrlich gesagt eher wurscht. Ja.
macht einen Verbrauch auf 100 Kilometer von 17,7 Kilowattstunden und Kosten pro 100 Kilometer von 1,77 Euro. Und nein, ich habe nicht ein einziges Mal auswärts geladen. Wir haben im Sommer eine realistische Reichweite von 250 Kilometer, wenn man ein bisschen aufpasst, das funktioniert. Ja. Wenn ich jetzt wirklich mal 100 Kilometer weit weg fahre und wieder nach Hause fahre, dann muss ich ja auswärts nicht laden. Ja. Und ich wüsste jetzt nicht, wo ich da jetzt weiter im Umkreis von 100 Kilometer fahren soll, also im Raum Ingolstadt. Da gibt es eigentlich alles von Freizeitaktivitäten bis alles andere, Einkaufen und alles, gibt es bei uns eigentlich alles in der Region. Also da brauche ich jetzt nicht weit irgendwo hinfahren. Jo, und dann am Ende nochmal ein großes Danke an euch für 527 Neuabonnenten dieses Monat. Also das ist eigentlich schon ein ganz guter Schnitt bei mir auf meinem Kanal. Trotzdem habe ich immer wieder ganz, ganz viele Zuschauer, die die Videos anschauen, aber keine Abonnenten sind. Ich meine, ich bin um jeden Zuschauer froh, der meine Videos schaut. Ja, es ist in YouTube halt einfach ein bisschen schwierig, dass man sich da irgendwo ein bisschen behauptet gegenüber Katzenvideos und dergleichen. Das ist einfach ein Problem in YouTube. Ich habe das Gefühl, das wird auch immer schlimmer. Also das ist nur so eine persönliche Meinung. Es gibt viele große YouTuber, die da echt zu kämpfen haben mit teilweise 400.000, 500.000 Abonnenten und noch mehr. Und technische Kanäle irgendwo haben. Und da ist wirklich wichtig, dass Abonnenten auch da sind und die Videos auch regelmäßig geschaut werden. Ja. Das ist leider echt ein Problem. Und wie gesagt, Sponsoring und so weiter lehne ich ab. Und wenn man sowas eben macht auf einem Kanal, dann ist es eben schwierig, sich irgendwo zu behaupten gegenüber anderen Kanälen. Es ist einfach ein Problem. Wie gesagt, trotzdem ein großes Danke für über 500 neue Abonnenten und würde mich freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's es gut. Ciao, ciao.